Abriss im Bad Georgenschweige, damit Platz für Neues entsteht. Bereits im Frühjahr starten hier im nördlichen Schwabing die Rohbauarbeiten für die Neubauten. Das Freibad wird von den SWM weitgehend umgestaltet und weiterentwickelt. Das Bad Georgenschweige geht in die Zukunft als zweites Naturbad Münchens, genau wie hier das Naturbad Maria Einsiedel. Das Motto: Schwimmen wie im See mit chlorfreiem Wasser. Das Bad soll ein CO2-neutrales, ein Naturbad werden und zudem barrierefrei. CO2-neutral bedeutet für uns, dass wir auf dem Dach des neuen Gebäudes eine PV-Anlage installieren, die auch dann genutzt wird, um eben entsprechend den Strom für die Pumpen, also die Wasseraufbereitung, bereitzustellen und die Wärmepumpe zu betreiben, die die Wärme für das Bad generiert. Die Wasseraufbereitung erfolgt künftig biologisch. Kernstück wird ein rund 1000 Quadratmeter großer Bodenfilter mit Schilfbereich im Süden des Geländes sein. Der alte Baumbestand bleibt weitgehend erhalten. Und so wird das Geo dann aussehen. Schon beim Bauen gelten ökologische Kriterien. Als Baumaterial wird Holz verwendet. Außerdem wird auch Material aus dem Bestand genutzt. Die Becken werden saniert, sie bleiben aber in der Geometrie erhalten. Wir machen also eine neue Folienabdichtung rein, neue Beckenköpfe. Die Wassertechnik für dieses Naturbad ist also sehr umfangreich und bedarf also auch von Simulationen und Strömungsdüsen, die also verteilt im Becken eingebaut werden müssen, anders als wie es jetzt der Fall ist. Der Kinderplanschbereich wird ganz neu gebaut und kommt in die Nähe der Beckenlandschaft. Als neue Attraktion wird es eine separate Breitwellenrutsche geben. Abgebrochen wird das ehemalige WC-Gebäude, die Warmumkleide und die Kaltumkleide. Es bleibt stehen das Wohnhaus, der Kassenbereich und die Keller. Die werden also umgenutzt zu einem Rigolenbereich für die Versickerung vom Oberflächenwasser und auch für das Schwallwasser, was also aus dem Becken rauskommt und wieder dann zurückgeleitet wird in den Bodenfilter. Nicht mehr gebraucht wird die alte Technik. Dieses Haus wird ebenfalls abgerissen. Bereits im Laufe der Sommersaison 2024 soll das Bad Georgenschweige voraussichtlich wieder eröffnet werden. Und bis 2040 wollen die SWM alle Bäder auf CO2-neutralen Betrieb umgestellt haben.